Hola, hombres, mamo, gamma, folle, me habla español, nicht sehr gut, como estás. So, es tut mir leid, dass... Ach, du Heilige. Ja, deshalb habe ich... Genau deshalb habe ich die Anmod direkt gemacht, weil hier auf diesem Server ist es halt wirklich so, dass du, wenn du eine halbe Sekunde nach Start noch nicht angefangen hast zu bauen, dann hast du direkt verloren. So, mein Gegner steckt sich halt mal his life wieder mal. Und heute, du hast einen Noob-Skin. Oh. Dieser Typ, der fuckt mich gerade dezent ab. Auch wenn er nicht mit mir, glaube ich, redet, fuckt er mich trotzdem ab. Ich bin nicht ganz blöd, Mate, ne? So, ich hole mir jetzt einfach mal ganz kurz sein Bett. Ach doch, ich hab den Noob-Skin, ne? Zerstört. Und er ist ein Ehrenmann und lief. Ich verstehe nicht. Ich finde das auf Rifi eigentlich sogar ziemlich geil, dass wenn man lief, man dann Timeout bekommt. Weil es ist einfach abfuck, wenn alle die Rennen zu liefen, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Aber es ist halt einfach so eine Sache. Du kriegst auf jedem Server einen Tod dafür zugeschrieben. Wenn du jetzt nicht gerade irgendwie am Anfang eine Runde direkt liefst, sondern wirklich erst, wenn du down bist, dann lohnt es sich für dich halt mal gar nicht. Und das ist halt wirklich so die Sache, die ich nicht verstehe. Aber hey, immerhin, der Noob-Skin hat gewonnen. Ist es eigentlich irgendwie random, wie die Teams nebeneinander liegen, oder ist es immer das Gleiche, sag ich jetzt mal. Ich weiß, auf Platzangst ist es immer dieser, ich sag's mal, Geheimtipp, Rot zu wählen. Alter, wie scheiße bin ich denn gerade? Jetzt mal ohne Witz, ich meine, gut, ich bin nicht eingespielt. Ich habe gerade nur ein paar Runden Timulia gespielt, als ich darauf gewartet habe, dass Rez zu einer Aufnahme für seinen Kanal kommt, wo er natürlich nicht zugekommen ist. Wie kenne ich Rez auch anders? Grün hat aber auch noch ein Bett. Ich gehe jetzt, glaube ich, einfach wirklich zu Grün, weil... Grün ist das nächste Team, das mir gefährlich werden kann. Und ich möchte heute einfach mal noch einen Win auf Revi rausholen. Deshalb spiele ich jetzt gerade auch auf Revi, weil mich dieser Spacki da gestern dermaßen einfach nur abgefuckt hat. Wow. Nach 35 Mal Inventar sortieren habe ich es auch schon geschafft. Och, jetzt sag mir bitte nicht, der Typ hat voll... Oh, wie scheiße bin ich denn gerade? Jetzt mal ohne Witz. Wie scheiße bin ich? Aber ich glaube, um den Typen zu kriegen, muss ich mir auch Fuliku gönnen. Anders hat das einfach gar keinen Sinn. Grün baut sich auch mal zu mir. Wow, da muss ich jetzt nicht mehr ganz oft failen. Grün hat halt, glaube ich, auch Fuliku. Was, wenn ja, abfuck wäre. Aber mir auch ziemlich egal wäre, weil ich den... Entweder auf der One-Line würde ich den mit Dings holen, mit Stick. Ja gut, der ist jetzt sogar verreckt. Ich glaube, den sollte ich jetzt bekommen können. Ich muss jetzt... Ja, okay, gesaved. Das war, finde ich, aber ein bisschen zu knapp, dieser Save. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade ziemlich scheiße. So, Minimi-Checker-Taktik. Und tschüss. Ich sweat mein Bett jetzt auch mal mit Full E zu. Ich weiß gerade, wo ist Team Schwarz? Das ist, glaube ich, Team Blau. Dann ist Team Schwarz sogar ziemlich nah bei mir. Aber wie viele Versuche ich jetzt gebraucht habe, um hierher zu kommen, ist ein bisschen traurig. Aber ich muss sagen, ich weiß, das Eigenlob stinkt, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut bin auf Revi. Weil auf Revi, ich sage es mal so, Revi ist halt wirklich so das Bild, was ich hasse, so die Sweater, aber... Ohne, wenn keiner reducen kann, weil ich hier in Bed Wars und nicht in Rush bin, geht das, finde ich, klar. Außer der holt sich jetzt Gold. Der möchte von oben hin da rein. Glaube ich. Ja, der möchte selbst von oben da rein. Okay, jetzt habe ich mich verraten. Oh mein Gott, diese Combo. Jetzt... Konter ich einfach mal ganz kurz. Hier kommt noch ein toller Eisenblock-Hit. So, noch ein paar Block-Spams. Oh, der hat halt schon wieder Fuliku instant am Start.
Ich überlege, ob ich den nicht am besten stompe. Der wird mich jetzt mit Stick holen. Bitte. Fuck. Bad Game. Und hier habt ihr mal wieder richtig toll den Grund gesehen, warum ich eigentlich nicht auf Revi spiele. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.